Der Sächsische Landespräventionstag bietet Möglichkeiten, Akteure der Prävention und Intervention in Austausch zu bringen und sich zu erkundigen, welche Maßnahmen wirklich Sinn machen, beispielsweise in Schulen zur Prävention von Mobbing. Das ist vielleicht eines der interessantesten Ergebnisse der letzten Jahre der Präventionsforschung, dass nur dann, wenn es qualitätsmäßig gut umgesetzt wird, wenn die Schulen auch gut vorbereitet sind durch ihre Lehrer und durch Personen, die in der Schule tätig sind, dass nur dann Prävention auch seine Wirkung entfalten kann. Ich bin beeindruckt über die Vielfalt der Projekte, die ich hier sehe. Das sollte ja auch ein Ziel der Veranstaltung sein. Wir sprechen ja von Evidenzbasierung, also Praktiker sollen von Theoretikern lernen und Theoretikern von Praktikern. Das sehe ich hier voll erfüllt bei diesem Kongress. Teilweise werden Dinge an Schulen gemacht, wo wir eigentlich eine rote Laterne angehen müsste und gesagt werden müsste, na, also mit reiner Informationsvermittlung kommen wir da nicht weiter. Und grünes Licht für Prävention heißt, sich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, von denen wir wissen, dass sie zumindest unter guten Bedingungen auch funktionieren. Prävention lebt vom Mitmachen, Prävention im Team ist unser Motto und auch dieser Landespräventionstag hat genau das gezeigt. Gemeinsam so einen Kongress auf die Beine stellen mit vielen Partnern aus Verwaltung, aus der Kommune, von Vereinen, von den Verbänden, alles hat funktioniert und wir hoffen, dass der nächste Landespräventionstag in 2 Jahren mindestens genauso erfolgreich wird.